Drei Tage nach dem Böller-Skandal im Spiel von Rot-Weiß Essen bekommt Fortuna Köln jetzt die große Chance, den Tabellenführer weiter unter Druck zu setzen und gleichzeitig den Abstand auf Preußen Münster zu vergrößern. Auf der anderen Seite geht es um das nackte Überleben. 7 Punkte beträgt für Wegberg Beek bereits der Abstand auf das rettende Ufer. Da bräuchte es schon eine ordentliche Siegesserie, um da nochmal ranzukommen. Die Vorzeichen vor diesem Nachholspiel sind also klar und dennoch liegt der Tabellen 18. hier gleich mal richtig gut los. Marc Lefrich hat die erste dicke Chance in dieser Partie. Es dauert allerdings auch nicht lange, bis die Fortuna erstmals im gegnerischen 16er auftaucht. 9. Minute, Leon Damay mit der Führung für den Tabellenzweiten. Bei den Kölnern will man offiziell ja nichts vom Aufstieg hören. Wer jedoch so effektiv spielt, wird dem Thema wohl nicht mehr lange ausweichen können. Die Vorarbeit von Nadja auf der Außenbahn ist richtig stark. Damay muss dann nur noch einschieben. Besonders viele Höhepunkte hat dieser erste Durchgang nicht. Und wenn, dann ist meistens Suhail Nadja beteiligt. Der Rechtsaußen mit einer ganz starken Partie. Hier fehlt ihm etwas, das Abschlussglück. Auch sonst läuft fast alles an Torchancen über die Fortuna. Wieder ist es Nadja mit der Möglichkeit. Diesmal geht der Ball jedoch vorbei. Kurz vor der Pause, nach diesem langen Einwurf, Lanius zu Uba-Buike. Sebastian Wilms rettet auf der Linie. So bleibt es nach 45 Minuten etwas glücklich, nur beim 1:0. Und auch nach dem Seitenwechsel ändert sich nicht wirklich viel. Chancen hat weiterhin die Fortuna. Es scheint nur eine Frage der Zeit bis zum 2:0. Doch plötzlich findet Wegberg Beek mal wieder in den Fortuna-Strafraum. Arifi behauptet da den Ball und legt dann ab für Maurice Passage. Und dann der Aufschrei. Handspiel gefordert. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Stattdessen hat die Fortuna in der 90. Minute diese Konterchance. Wieder tankt sich der Nadja bis zur Grundlinie durch und hat dann die Übersicht für Kai Beltran. Die Fortuna gewinnt mit 2:0. Es ist die späte Erlösung für die Kölner in einem umkämpften Nachholspiel. Entscheidend ist am Ende aber nur das Ergebnis und das spricht eindeutig für den Tabellenzweiten. Am Mikrofon Trainer Alexander Ende mit seinem Fazit bei Fabian Basdorf. Ja, schwierige Auswärtspartie, das wusste man vorher. Schwierige Platzverhältnisse, eine Mannschaft, die um jeden Zentimeter kämpft. Und ja, unterm Strich steht ein Sieg und deshalb ist es ein positives Fazit. So bleibt die Fortuna nur 2 Punkte hinter Tabellenführer Rot-Weiß Essen und hält den Aufstiegskampf weiter spannend.